Anno 1800 wurde für den Winter 2018 angekündigt. Was der neue Serienteil kann, das erste Gameplay, alle Infos und Infos zur Anno Union bekommt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Einen nerdigen Tag wünsche euch, liebe Nerds, und damit herzlich willkommen zurück auf Nerdings. Hier auf diesem Kanal geht es um Serien, Nerdquiz, Streams und um Games. Ganz viel um Strategiespiele, wie zum Beispiel in diesem Video. Wenn du also neu hier bist, denk doch drüber nach, ob du nicht abonnieren willst. Aber jetzt Anno 1800. Anno 1800 spielt 1800, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo die Kolonialisierung und auch die industrielle Revolution eine große Rolle spielen. Und auch in diesem Anno soll die typische Kette Denken, Planen, Bauen wieder mehr eingesetzt werden, sowie es soll auch wieder mehr auf klassische Warenketten gehen, weil wir auch einfach in einer früheren Zeit spielen als in den zwei Vorgängern. Um diese Warenketten möglichst gut darstellen zu können, haben wir nicht mehr Zahlen wie in den Vorgängern, sondern wir haben wirklich detailanimierte zum einen Arbeitsschritte und wirklich jede Ware wird simuliert. Von ihrem Herstellungsort zu ihrem Verarbeitungsort bis hin zum fertigen Produkt. Erstmals in Anno wird es auch ein Zugnetz geben. Da sind wir noch ein bisschen gespannt drauf. Man weiß nämlich noch nicht sehr viel. Es könnte zum einen dazu sein, um Lagerhaus mit Lagerhaus zu verbinden, zum anderen aber auch, um einfach zwei Produktionsstätten sehr schnell miteinander zu verbinden. Auch erstmals in Anno führt die Unzufriedenheit der Bürger zu Protesten und sogar zu Streiks. Das heißt, die Leute legen ihre Arbeit nieder. Das ist natürlich nicht gut für unsere wachsende Metropole, weil Arbeiter, die nicht arbeiten, erfüllen nicht ihren Zweck. Und deshalb sollten wir möglichst schnell dafür sorgen, dass diese Widerstände wieder beigelegt werden. Das können wir zum einen friedlich machen oder auch mit Polizeigewalt. Am besten lassen wir es gar nicht dazu kommen, sondern sorgen einfach dafür, dass die Bürger zufrieden sind in unserer Metropole. Das geht zum Beispiel durch öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel den Zoo, der komplett kostümisierbar ist. Da kann man zum Beispiel auch suchen, dass man nicht mehr Schafe und Schweine hat, weil die kennt jeder, sondern auch mal Tiger und Papageien vielleicht. Und das bringt den Leuten dann natürlich mehr Zufriedenheit. Es wird auch wieder Monumentalbauten geben, dieses Mal in Form einer Weltausstellung, die wir eben errichten können und die das Endgame ein bisschen spannender machen sollen. Dazu soll es dann auch wieder KI-Gegner geben, die auf zufallsgenerierten Karten bauen mit dir und auch kämpfen, aber diesmal gegen dich. Wer aber keinen Bock auf KI-Gegner hat, kann sich im Multiplayer-Modus mit Freunden oder mit Unbekannten aus dem Internet battlen. Generell wird versucht, das Beste der Anno-Reihe in Anno 1800 zu verbinden und dafür gibt es dann zum Beispiel auch die Anno Union. Die Anno Union ist nämlich dazu da, dass die Fans mitbestimmen können, also auch du und du und... Nee. Du nicht, du nicht. Dazu muss man sich einfach registrieren. Ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr aktuelle Infos zu Anno 1800 und könnt wahrscheinlich auch an Beta-Tests teilnehmen, zu denen ihr dann das Feedback geben könnt, was dann auch ins finale Spiel einfließt. Ihr habt also mit eurem Feedback die Chance, Anno 1800 wirklich zu beeinflussen. Und das finde ich sehr gut, dass Bluebyte diesen Schritt geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Hier kommst du noch zu zwei Age of Empires Videos, weil da habe ich mir auf der Gamescom ganz viele tolle Sachen zu angeguckt. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder mit einem Wissen oder Nichtwissen mit Nerdbereich. Bis dahin, ciao.